Gott, ich will ein Aufgebrauchsvideo machen. Ich fange auch gleich mal an, weil es ist relativ voll, wie ihr sehen könnt. Also fange ich auch gleich mal an. Als allererstes fische ich hier raus eine Probe. Die hat mir mal mein Freund mitgebracht aus einer Zeitung, glaube ich, oder sowas. Vom Hofer, die Sonnenpflege. Die riecht total gut, aber ich bin mir unabsichtlich damit ins Auge gefahren. Das hat gebrannt wie die Hölle. Aber riechen tut sie gut und ich habe noch ein paar Proben davon. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Weil das war vom vorigen Jahr, wo er mir die mitgebracht hat. Also weiß ich jetzt nicht offiziell, ob es die noch gibt oder nicht. Dann habe ich hier zweimal Reinigungstücher. Einmal die Reinigungstücher von der Eigenmarke von Müller, die mit dem Einhorn drauf. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Backups. Oh, es ist dunkel. Ich habe das Gefühl, es ist zu dunkel, aber ich hoffe, es geht. Jetzt scheint die Sonne praktisch. ja, ich habe, glaube ich, noch ein paar Backups, aber die gibt es ja aktuell nicht mehr. Dann habe ich hier die Pure Kamille Reinigungstücher, die ich aktuell wieder verwende. Ich muss sagen, ich mag die doch lieber als andere. Fragt mich nicht warum, aber ich finde die immer noch besser als andere Reinigungstücher. Deswegen werde ich mir die auch auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich hier einen Badezusatz-Leergmas von Aveo. Ich bin aber jetzt nicht mehr so in Badestimmung. Wenn, dann setze ich mich kurz rein, dusche mich ab und das war's dann. So richtig in Badestimmung bin ich im Sommer natürlich nicht. Dann habe ich leer gemacht ein Duschgel von Aveo. I like Pina Colada Creme Dusche. So sieht das aus. Riecht super, super geil. Das riecht sowas von geil. Das gab es auch schon mal vor ein paar Jahren, so ein Pina Colada Duschgel. Und ich habe mir da ganz viele Backups gekauft, weil die haben auch das abverkauft voriges Jahr. Und deswegen habe ich mir da ein paar Backups gekauft. Ja. Ich liebe den Duft. Ich liebe den Duft wirklich. Dann habe ich sehr spannend Wattepads leer gemacht. Die vom Hofer, die ich mir eh immer wieder kaufe. Gibt es da noch was Spannendes? Na, dabei sehe ich nichts. Oh ja, den Hofer Augen-Make-up-Entferner, den kennt ihr ja auch auswendig. Den brauche ich eh jedes Monat immer wieder auf. Jetzt leuchtet wieder mein Handy. Ja, als nächstes habe ich hier ein Isana-Duschgel und das liebe ich. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber ich liebe das. Also wenn ich mal wieder irgendwann einmal dazu kommen würde, würde ich mir das wieder bunkern, weil das ist ein richtig gutes Duschgel von Isana. Ich weiß nicht, warum das nicht so viele Deutsche herzeigen. Weil ich finde das echt gut. Also ich mag es total gern. Das ist dieses Vitamin- und Joghurt-Duschgel. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal diese No Stripes aufgebraucht. Ich habe die aber fürs Kinn verwendet. Ich habe die Biore für die Nase verwendet und die von Motane Jeunesse fürs Kinn. Ja, hat den Job halbwegs gut getan, wie es soll. Also ich habe da auch irgendwo noch welche rumfliegen, was ich weiß. Dann habe ich die Maske von Freeman leer gemacht. Einmal die blaue. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Anti-Stress. die riecht auf jeden Fall total, total geil. Und ich liebe diese Freeman-Masken. Ich habe die auch in groß auch. Und noch ein paar in klein, versteht sich. Dann ganz, ganz spektakulär habe ich eine Zahncreme leer gemacht von Müller, die Eigenmarke. Weil ich unbedingt eine gebraucht habe, habe ich mir die damals gekauft. Wenn ich nicht wüsste, welche ich nehmen soll, würde ich öfter auf die zurückgreifen. Aber sie ist jetzt halt nichts Besonderes. Dann, wie üblich, mein Trockenshampoo habe ich leer gemacht. Ja, kennt ihr, kaufe ich mir immer wieder nach. Aber nur, wenn es in Aktion ist. Dann habe ich leer gemacht und da bin ich froh, dass dieses Ding leer ist. Von Bilou, ein Duschschaum. Boah, jetzt stinkt er noch mehr, als wenn ich ihn auf der Haut gehabt habe. Das war dieser Cotton Candy Duschschaum. Boah. Leute, hat das gestunken. Ich habe auch sehr viel verwendet, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ich habe wirklich viel davon verwendet, damit er umso schneller leer wird. Weil ich mochte den Duft überhaupt nicht. Also der Duft ging gar nicht. Überhaupt nicht, war widerlich. Dann habe ich meine letzte In-Dusch-Bonnymilk, Honig und Milch aufgebraucht. Meine letzte leider, aber macht nichts. Den Duft werde ich auf jeden Fall vermissen, aber ja, ich werde schon einen würdigen Ersatz finden. Ich bin schon auf der Suche, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, weil ich noch ein paar Backups habe von dem Milch und Kakao habe ich jetzt noch. Glaube ich, eine habe ich in Verwendung und eine habe ich als Backup noch im Schrank. Ja, wenn die beiden dann mal leer sind, beziehungsweise wenn ich mein anderes Backup anbreche, werde ich dann einmal einen Ersatz suchen. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht, das habe ich aber als Seife verwendet, glaube ich.
Und den Rest, weil da war noch was drinnen, habe ich als Duschgel benutzt. Das habe ich gratis bekommen bei einer Müller-Eröffnung. Das ist dieses Thalasso-Duschgel. Es war ganz okay, aber ja, ich würde es mir ehrlich gesagt nicht nochmal kaufen. Ich habe es als Seife zweckentfremdet, für das war es ganz okay, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Wirklich nicht. Dann habe ich hier noch eine Maske aufgebraucht von Freeman. Das ist diese schwarze. Liebe ich auch. Kaufe ich auch, wenn ich in kleinen Hawksdorf bin, immer wieder nach. Dann habe ich hier eine Probe leer gemacht von einem Peeling-Tuch von Komodyn. Das heißt die Marke. Ja, sieht so aus. Sie sind schweineteuer. Meine Abteilungsleitung wollte mir da unbedingt eins mitgeben. Weil sie meinte, dass bei ihr das Tuch komplett schwarz war, wie sie das auf dem ganzen Körper verwendet hat. Das kann man nämlich fürs Gesicht und für den Körper benutzen. Bei mir war das Tuch jetzt nicht schwarz. Ich weiß nicht, vielleicht blende ich euch da die Fotos ein. Bei mir war das Tuch jetzt gar nicht schwarz. Es war ein bisschen gräulich, außer es scheint meine Hand durch. Ich bin mir da nicht sicher gewesen, deswegen habe ich mehrere Fotos gemacht. Die sind relativ teuer. Ich werde sie nochmal fragen, ob ich vielleicht nochmal eine Probe haben darf von dem, damit ich es nochmal austesten kann. Ja, ich würde die gerne nochmal testen. Es gibt auch ein Make-up-Entfernungstuch, das ich auch gerne mal testen würde. Da muss ich sie mal fragen, weil sie ist jetzt länger nicht da, also ich sehe sie jetzt länger nicht. Dann habe ich einmal Augenpads aufgebraucht. Ich finde keine Balea mehr. Ich bin mir sicher, ich habe noch welche, aber ich weiß nicht wo. Ich müsste mal meinen Kasten ausräumen. Und deswegen habe ich die von der Eigenmarke gekauft bei mir bei Müller. Ja, die waren auch okay, haben auch das da, was sie sollen. Dann haben wir noch ein paar Masken und ein paar Proben. Einmal habe ich die Balea-Maske Weißer Tee und Kirsche aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich liebe die und habe 100 Backups davon. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht von Balea. Die habe ich schon sehr, sehr lang gehabt und ich hatte Angst, dass die schon kaputt war. Aber sie war noch okay. Die habe ich mir auch damals in Klein Hauxdorf gekauft. Deswegen ist da dieses Tschechische oben. Boah, jetzt habe ich eine Probe verloren. Alter. Ja, war ganz okay, aber ich würde mir die von Balea jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich hebe nur schnell mal die Probe auf. Alter Schwede. Ja, dann habe ich die Biore Nose Stripes aufgebraucht in diesen Leoparden-Look. Für die Nase aber. Dann habe ich hier noch ein paar Proben leer gemacht, aber ich zeige euch vorher noch, ja, das war's, die Maske. Grüner Tee Mango, was? Grüner Tee und Mango Maske. So, nicht weiße Maske. So. Die fand ich aber nur okay. Ich glaube, ich habe auch nur das eine. Bilde ich mir zumindest ein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so viele Masken, da weiß ich das gar nicht mehr. Die fand ich nicht so gut. Die fand ich nur so semi-geil. Also die würde ich mir nicht bunkern. Sagen wir es mal so, wie es ist. Dann habe ich hier als Probe ein Peeling leer gemacht. Das habe ich euch vor kurzem, glaube ich, erst in einem Haul gezeigt. Ja. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist genau das Peeling, das ich mir schon öfter gekauft habe von Yves Rocher. Würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen, weil das mochte ich wirklich gern. Wenn ich mehr Sachen aufgebraucht habe, versteht sich. Dann habe ich hier eine Probe leer gemacht von einer Maske von einer Freundin von mir, die mir immer diese koreanischen Sachen schenkt als Proben, weil sie immer bestellt. Und das war eine Maske, aber ich fand die nicht so gut. So sieht die aus, die Probe. Ich fand die nicht so gut. Also war jetzt nicht mein Favorit, würde ich jetzt sagen. Dann habe ich hier eine Probe von Biotherm aufgebraucht. Die habe ich sogar in Original, die Creme. Also die hat nämlich einen hohen Lichtschutzfaktor und ich wollte die eigentlich jetzt noch für den Sommer verwenden. Aber ja, ich habe einfach von allen zu viel. Deswegen muss ich auch mal die Proben auch aufbrauchen. Aber nächstes Jahr werde ich die dann anfangen im Sommer. Weil ich habe die ja komplett dunkel gelagert, also kann da nichts passieren. Dann habe ich die Probe von meiner Lieblings-Biotherm-Pflege aufgebraucht, die ich nur einmal als Tester leider hatte. Die Aquasource Everplump, ich liebe die. Nur ich habe halt so viel Pflege, dass ich mir die jetzt nicht nachkaufen werde. Ich habe noch ein paar Proben, die werde ich noch genießen und dann ist es halt leider vorbei. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht, eine Vanillemaske. Ich glaube, ihr werdet sie noch kennen, wenn ihr mich länger schaut. Ja. Die mochte ich früher sehr, sehr gerne. Ich glaube, die war aber schon zu alt. Ich habe da auch irgendwo noch eine drin. Ja, da sehe ich sie schon. Da habe ich noch eine. Ich habe halt beide noch aufgebraucht, weil ich sie nicht wegwerfen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass sie schon sehr, sehr alt waren, weil man hat sehr den Alkohol rausgerochen bei den zwei Masken. Also, ja. Ja, und sie gibt es ja auch nicht mehr. Also kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Weil ihr die ja nicht mehr nachkaufen könnt. Dann habe ich hier mein Monoi-Duschgel im Mi aufgebraucht. Habt ihr auch erst vor kurzem in einem Video gesehen von mir drauf. Ja. Ich würde mir das Monoi-Duschgel nie in Originalgröße kaufen.
Erstens, weil ich zigtausend Duschgels habe und zweitens, weil es nicht so der Oberknaller ist. Ich finde es gut, wenn ich es hin und wieder ein klein mal für den Sommer bekomme, aber ich würde es mir nie in groß kaufen. Ich hatte es aber schon mal in groß, weil ich das als Geschenk mal bekommen habe, was ich weiß. Dann habe ich hier ein Duschpeeling leer gemacht von Balea, das kennt ihr. Ich habe sogar noch ein paar Backups, ich glaube aber nicht mehr so viele. Ja, ich mag es noch immer, aber ich habe jetzt ein anderes angefangen, damit mir das nicht aus dem Hals raushängt, weil das gibt es ja leider auch nicht mehr, leider. Dann habe ich die Garnier-Duchmaske aufgebraucht, von denen so viele geschwärmt haben und ich hatte die schon so lange und habe die noch immer nicht benutzt gehabt, dass ich mir dachte, jetzt mal Zeit. Ich muss leider sagen, ich mag sie nicht. Bei mir hält die am Gesicht überhaupt nicht, hat sich überall immer gelöst, obwohl ich ruhig im Bett gelegen bin und deswegen, ich mag die nicht. Ich habe die blaue nur bis jetzt ausprobiert und ich würde mir die auch gar nicht nachkaufen, keine von denen, weil ich mag sie einfach nicht. Ich mag die wirklich nicht und deswegen würde ich sie mir nicht nachkaufen. So wie die Balea, die finde ich auch nicht so prickelnd, weil die halten auch nicht auf meinem Gesicht. Die von diesen koreanischen Marken, so wie die hier, die halten sehr gut auf meinem Gesicht. Die mochte ich überhaupt sehr gern. Eine Freundin von mir hat die probiert und hat gesagt, sie findet, dass sie stinkt, aber ich finde nicht. Das ist mit so, was ist denn da abgebildet? Kiwi, Orange und Erdbeer? Ich mag ja generell diese Cream, The Cream Shop heißt das, glaube ich. Man kann es nicht ganz so lesen, aber ich glaube, die Marke heißt The Cream Shop. Und ich liebe diese Marke, weil die Masken sind echt geil. Dann habe ich ein... Und ich habe Gott sei Dank noch viele Backups. So. Dann habe ich ein Badezusatz leer gemacht, was auch schon wie ein Herz. Das war mit Erdbeer. Das war aber gut. Also das würde ich mir notfallshalber dann auch irgendwann mal wieder kaufen. Aber erst irgendwann mal. Ja, dann habe ich dann noch ein No-Strap von diesen... Mutante Jeunesse, das muss ich nachschauen. Aufbraucht, so sehen die aus. So sieht also die Verpackung aus. Ihr seht das ja immer nur so. Aber so sieht die Verpackung aus. Ja, ich mag die nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich mag die wirklich nicht. Ich glaube, ich habe aber leider noch eine Packung. Aber ich werde die halt fürs Kinn aufbrauchen. Dann, das habt ihr in meinem letzten Vergissmeinnicht-Tag gesehen, habe ich ja die Maske aufgebraucht, die ich auch extra aufgeschnitten habe von Yves Rocher. Ich finde sie okay. Ich habe jetzt... Wir waren ja am Sonntag schwimmen. Ich habe jetzt aktuell Urlaub, aber ich glaube, wenn ihr das Video seht, ist mein Urlaub schon wieder vorbei. Ich habe eine andere Maske probiert, die kühlen die. Ich werde jetzt die auch noch probieren, weil ich merke, dass durch den ganzen Tag Sonne mein Gesicht sehr leidet. Ich habe Rötungen, meine Haut juckt, ich häute mich da oben ab, also es ist echt schlimm. Deswegen werde ich vielleicht die heute noch ausprobieren, wenn ich nicht eine andere Maske mache. Mal schauen. Dann habe ich noch einen Badezusatz leer gemacht von, da war ich auf einem Ball und meine Arbeitskollegin, beziehungsweise Abteilungsleitung hat ja wie soll ich das jetzt erklären? Sie verkauft Produkte mit ihren Namen. So sieht das aus. Das haben wir damals bekommen. Wie wir auf diesem Ball waren, auf diesem SPÖ-Ball, haben wir das bekommen. Das hat ziemlich lange gebraucht, das aufzubrauchen. Ich muss sagen, es war okay. Es hat gut geduftet, nur das Problem ist, man sitzt dann so auf diese Badekristalle drauf und das kann ich nicht leiden. Was mich noch gestört hat, war, dass der Lavendel in der Badewanne rumgeschwommen ist. Das mag ich auch nicht unbedingt. Ansonsten war es nicht schlecht. Ansonsten war es wirklich nicht schlecht. Aber so finde ich das halt nicht so prickelnd, wenn das passiert. Oh mein Gott, ich habe noch eins aufgebraucht. Dazu sagen wir jetzt nichts. Dann habe ich noch die großen Wattepads vom Müller aufgebraucht. Aber da habe ich jetzt andere, die ich viel besser finde. Und ich hoffe, die ich mir noch nachkaufen kann die Woche. Dann habe ich nochmal kleine Hofer Wattepads aufgebraucht. Da habt ihr dann noch die zweiten Biore Nose Straps, die ich aufgebraucht habe. Räumen wir mal das Ding aus. Okay, so, als nächstes habe ich einen Mundspray aufgebraucht, den hatte ich aber bei mir im Spind in der Arbeit, weil jedes Mal, wenn ich nach der Pause was gegessen habe, bei jeder Pause, weil ich habe ja zweimal am Mittag und Nachmittag dann, benutze ich immer diesen Mundspray von unserer Eigenmarke vom Müller. Ich habe jetzt in der Arbeit wieder einen neuen und auch in meiner Handtasche hoffentlich auch. Oh ja, ich glaube schon. Dann habe ich aufgebraucht, das war ein Gesichtswasser, das hat mir meine Freundin geschenkt, weil sie jetzt nicht vertragen, das war mit so Rosenblättern, ich hoffe, ihr könnt es sehen, schaut ein bisschen eklig aus. Meine Cousine war total schockiert, wie das nur noch bis daher war, waren die Rosenblätter so matschig da drinnen. Es war aber okay, ich kann nichts Schlechtes dagegen sagen, weil meine Freundin hat nämlich Pickel davon bekommen, ich nicht. Ich fand es gut, aber ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Es war jetzt nicht das Gesichtswasser, was ich unbedingt nochmal haben wollen würde, weil ich das unbedingt brauche. Und sowas suche ich aber. So ein Gesichtswasser, das ich unbedingt nochmal brauche.
Dann habe ich leer gemacht den Brush Cleanser von MAC. Der geht mir jetzt schon ab. Ich habe noch zwei andere Brush Cleanser, einen von Essence und einen von Balea. Die beiden werde ich zuerst aufbrauchen, bevor ich mit dem wieder nachkaufe. Ich liebe den. Gegen den kann man nichts sagen. Also ich finde den super und ich finde es schade, dass ich ihn aufgebraucht habe. Ich muss nur daran denken, dass ich das in meine Back-to-Mac-Kiste geben muss. Dann habe ich leer gemacht, ja, da brauche ich nicht viel sagen, das ist der Make-up-Entferner von MAC, den ich ja nur für die Lippenstifte benutze, weil ich immer so grelle Farben in letzter Zeit verwendet habe. Ich liebe den. Ich hoffe, dass man den auch back-to-macken kann, weil da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich hoffe, sie müsste da mal jemanden fragen, weil ich habe mir den wieder nachgekauft, so gut finde ich den. Und ich will ihn mir wieder nachkaufen, mein meiner geht schon wieder fast leer. Sehr verschwenderisch, ich weiß. Dann habe ich ein Reinigungsgel von Clinique aufgebraucht und das fand ich wirklich schrecklich. Das war mega, mega schrecklich. Weil es war auf so Micellenbasis. Es war total, also Light Make-up Remover steht da. Aber ich finde nicht, dass es mein Make-up entfernt hat. Zumindest auch nicht den Rest, weil ich benutze ja immer so ein Reinigungsgel danach, um mich eben abzuschminken noch. Die Reste zumindest. Und das hat überhaupt nicht den Job gemacht, den soll. Und es war wirklich flüssig, also es ging auch relativ schnell leer. Bei uns im Müller geht das aber gut, deswegen hat mich gewundert, dass ich das so schlecht fand. Dann habe ich noch ein Reinigungsgel aufgebraucht, auch wieder so aus einer koreanischen Firma, was mir meine Freundin geschenkt hat. Propolis, ich kann es nicht aussprechen, alter Schwede. So sieht das aus, so eine Mini-Mini-Mini-Probe war das. Der Duft war okay, aber ich fand das jetzt nicht so gut. Also, ja. Naja, von einer Anwendung kann man auch nicht wirklich viel sagen. Wenn ich das öfter hätte, würde das vielleicht anders ausschauen. Dann habe ich aufgebraucht mein Augenbrauengel. Es ist leer, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es mir natürlich nachgekauft und benutze es aktuell noch wieder, weil ich würde kein anderes mehr kaufen. Dann ist mir mein Creme-Lidschatten von Essence leer gegangen. Und da bin ich echt traurig drüber, dass mir der leer worden ist. So sieht er aus. Also man sieht natürlich nichts mehr. Ihr habt ihn in zigtausend Videos gesehen und ich vermisse ihn jetzt schon. Aber ich habe Gott sei Dank eine Alternative gefunden, die ich benutzen kann. Als Lidschattenbase. Den mochte ich aber wirklich, wirklich gerne. Und ich finde das schade, dass solche Sachen immer limitiert sind. Das macht es dann immer schwer, sich daran zu gewöhnen, dass man das Ding leer kriegt. Dann habe ich noch ein Make-up Produkt, also beziehungsweise ein Ding, das ich aufgebraucht habe. Das ist mein Make-up Factory Kajal gewesen. Ich mag diese Dinger zum Spitzen einfach nicht. Ich kann das einfach nicht leiden. Ich hasse diese Teile zum Spitzen. Ich habe jetzt zwar wieder für die Wasserlinie was zum Spitzen, was so cremefarbenes, so wie das da. Es war ja nicht ganz weiß, sondern es ist eher so ins... Naja, Creme würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt nicht weiß, sondern es ist ein bisschen cremig farbig. Ich weiß, was ich meine, glaube ich. Und sowas habe ich jetzt wieder von Love dreimal. Und den finde ich auch nicht so besonders. Also ich glaube, ich muss da wieder auch zu meinem von MAC zurückgreifen, obwohl ich nicht will. Aber den von MAC, den fand ich gut, den zum Rausdrehen, weil er eben zum Rausdrehen ist. Ich muss unbedingt was finden, was zum Rausdrehen ist, was ich auf der Wasserlinie verwenden kann. Als letztes möchte ich euch ich kann kein Deutsch mehr. Als letztes möchte ich euch meine Biodermpflege zeigen. Ich habe die Skin Best leer gemacht. Die fand ich okay. Ich habe sie auch komplett ausgekratzt. Die fand ich nur okay. Sie war für den Sommer jetzt angenehm, weil sie hat auch einen Lichtschutzfaktor gehabt von 15. Eigentlich ist diese Skin Best Reihe schon für Anti-Aging-Serie. Also schon Anti-Falten irgendwas. Hätte ich vielleicht noch nicht benutzen müssen. Aber ja, viele würden, glaube ich, den Duft nicht mögen, weil das sehr, sehr stark riecht von dieser Skin Best Serie. Ich zeige euch das nochmal in der Aufnahme. So sieht das aus. Es ist jetzt nicht meine liebste Biodermpflege. Ich habe die mal geschenkt bekommen. Und weil die schon am längsten bei mir in der Sammlung war, habe ich die halt angefangen damals. Und jetzt ist die eben leer gegangen. Was kann ich noch dazu sagen? Es war auch für den falschen Hauttyp, glaube ich. Oder? Nein. Doch, mein Hauttyp war es. Aber ich fand, das war ein bisschen zu wenig. Für mich zumindest. Also... Ich meine, unterm Make-up hat es natürlich vollkommen ausgereicht, deswegen habe ich die ja auch benutzt. Besonders im Sommer. Und den Lichtschutzfaktor fand ich auch gut, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, sage ich ganz ehrlich. Also die würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Da würde ich mir, wenn dann, eher von Biotherm die Everblend nachkaufen, weil die liebe ich sowieso. Die war gut, aber nicht so, dass ich sie mir nachkaufen werde. Verstehen Sie, wie ich das sagen will? Ich hoffe schon. Ja.
das war's mit dem Video. Es ist doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Es ist relativ weniger, als ich dachte. Aber egal. Ich hoffe, dass ich im nächsten Monat ein bisschen mehr aufbrauche, weil irgendwie wird das in letzter Zeit gar nichts. Und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr alles so aufgebraucht habt und ob ihr auch irgendwas Spezielles leer gemacht habt, wo ihr traurig seid. Bei mir ist es auf jeden Fall der MAC Make-Up Inferno und der Brush Cleanser. Jo. Was mich noch nervt, ist, dass ich so einen starken Schnupfen habe. Ja, jetzt höre ich mal auf mit dem Gelaber und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorry, dass es so lange braucht, dass ich das Video drehe. Heute ist der erste kühlere Tag seit langem. Gestern zwar auch, aber gestern habe ich ein bisschen aufgeräumt. Ich muss noch weitermachen, weil das schaut so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und eigentlich wollte ich was unternehmen heute, aber jetzt ist eh schon 4 vorbei und habe ich mir gedacht, ich schmink mich und mache endlich die Videos. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr könnt es mir gerne mal schreiben, was ihr von meinen Produkten am interessantesten fandet. Das finde ich auch mal cool zum Wissen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!